Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Ich bin ein Kopfgeldjäger und auf der großen Jagd. Wir verstehen uns. Oh!
spät, kleine Schweinchen. Vorsichtiger beim nächsten Mal. Die Falle ist entschärft. Hier habt ihr die Aufzeichnungen. Lasst mal sehen. Diese verfluchten Rebellen! Die Flamme plant einen Überfall auf Admiral Jeff and Orange. Das darf er nicht erfahren. Ich sollte doch... Was genau soll ich nicht erfahren? Admiral Jeff and... Sir, ich bitte um Verzeihung. Das hier ist... Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt euch ein Vermögen erworben, indem ihr für das Imperium arbeitet. Und alles redlich verdient. Seid ihr eher als Agentin Madel bereit, mir zu verraten, welcher Drohung wir gegenüberstehen? Steckt die Flamme dahinter? Gibt es für die Antwort einen Bonus? Ich dachte, ihr lasst euch für Blut bezahlen, nicht für Worte. Aber ihr braucht gar nicht zu antworten. Ich weiß, dass die Flamme meine Kommunikation mit den Hutten überwacht hat. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das Imperium Geschäfte im Wert von Milliarden Credits aus Nashadar abziehen wird, wenn Sie den Aufstand nicht unterdrücken können. Meine Dienste könnten vonnöten sein. Ich lade euch ein, dabei zu sein, wenn ich mich mit den Hutten treffe. Eure Taten haben das Kartell schwer beeindruckt. Was genau erwartet ihr von mir? Begleitet mich zu dem Treffen und helft den Hutten einzusehen, dass es zu ihrem Besten ist, wenn sie kooperieren. Wenn ihr Interesse habt, würde ich vorschlagen, dass ihr zuerst alle Rebellen, die möglicherweise auf der Lauer liegen, findet und unschädlich macht. Ich gehe bald zu meinem Treffen und hoffe, euch dort zu sehen. So wie ich Admiral Jeffin kenne, würde ich euch raten, jetzt zu gehen. Er erwartet sicher, dass der Weg zum Treffpunkt frei ist, bevor er aufbricht.
Marsch. Das ist nicht euer Kampf. Das Imperium hat kein Geld an euresgleichen verschwendet, um den Frieden meiner Welt zu zerstören. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben. Morden hat mir schon immer Spaß gemacht. Dann heißt ihr diese Gräueltaten also gut? Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist! Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt! Vernichtet ihn! Wer sich gegen das Imperium stellt, hat kein Recht zu leben. Ihr habt bereits erfahren, dass ich nicht so leicht sterbe. Ihr habt vergessen, dass ich auf eurer Welt war. Ich kenne das Geheimnis eures Volkes. Gendai haben kein Herz und kein Gehirn, das versagen könnte. Man kann sie nur töten, indem man ihren Körper zerstückelt und verstreut. Aber wir haben doch schon milliardenfach bewiesen, dass ihr nicht unsterblich seid. Stimmt's, Gendai? Wie viele von euch konnten damals davonkriechen? 2 oder gar 10? Tötet ihn! Tötet sie alle! Als ich euch bat, mich zu begleiten, konnte ich nicht wissen, dass ich euch am Ende mein Leben verdanken würde. Ich rufe Agentin Madel an und erzähle ihr, was passiert ist. Den vollen Bericht solltet ihr dann liefern.
Meine Leute und ich bleiben hier, um sicherzustellen, dass die Leiche des Gendai vernichtet wird. Werdet ihr mir die Credits transferieren? Oder macht das Agentin Mardell? Keine Angst, Kopfgeldjäger. Das Imperium wird euch reich belohnen. Habt Dank für eure Dienste. Ich habe gerade eine Nachricht von Admiral Jeffend erhalten. Er sagt, die Flamme sei tot und der Aufstand ins Chaos gestürzt. Alles dank euch. Ich nehme doch an, ich bekomme den Rancor-Anteil an der Belohnung. Aber natürlich. Die Credits wurden soeben auf euer Konto transferiert. Könntet ihr eine weitere Aufgabe für uns erledigen? General Colvin vom Imperialen Bergungsdienst hat mir eine Nachricht geschickt. Er dankt euch für alles, was ihr getan habt und glaubt, ihr könntet vielleicht ein Geheimnis aufdecken, dem das Imperium schon seit Jahrzehnten auf der Spur ist. Alles klar? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.
Verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Habt ihr euch um alles gekümmert? Keine weiteren Probleme? Gut, sehr gut. Meine Leute suchen nach Hinweisen auf Eidolon. Bis jetzt ist es ruhig. Wahrscheinlich beobachtet er die Situation. Vielleicht haben wir Eidolon Security noch nicht schwer genug getroffen. Das lässt sich aber leicht ändern. Wenn ich Eidolon aus dem Weg räume, würde mich das Kartell zu einem echten Boss mit einem eigenen Clan machen. Und dafür müssen wir nur einen kleinen Attentäter und sein kleines Unternehmen vernichten. Klingt nach einem guten Geschäft, was? Marco sagte, der Jäger würde mich von hier fortbringen. Ich helfe Eidolon zu finden und komme von hier weg. Marco hat das gesagt. Wenn Marco das versprochen hat, respektiere ich das. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ich schulde euch was. Da das jetzt geklärt ist, kümmern wir uns wieder darum, Eidolon Security aus dem Geschäft zu drängen. Einer von Eidolon Securities Werbesprüchen lautet, ihre Geheimnisse sind unsere Geheimnisse. Was wäre, wenn wir all diese vertraulichen Informationen öffentlich machen würden? Das ist ausbaufähig. Ausbaufähig? Macht ihr Scherze? Stellt es euch nur vor, jeder Vertrag, jedes zwielichtige Geschäft, die Sicherheitsspezifikation aller Kunden von Eidolon, alles für die Öffentlichkeit einsehbar. Hey Anuni, wofür bezahle ich dich? Wie stellen wir Eidolons Aufzeichnungen ins Holonetz? Das ist schwierig. Eidolons Holonetz-Empfänger sind im Netzzugriffssektor und werden schwer bewacht. Man muss sich da reinhacken, um an die Aufzeichnungen zu kommen. Doch zuerst muss man an Sis Verschlüsselungsprogramm vorbei. Man braucht Sis Codes von ihm selbst und einen hervorragenden Hacker, um in Eidolons Netzwerk zu gelangen. Sie ist ein Bith-Ingenieur, der beste Holonetz-Sicherheitsexperte, den es gibt. Er wird euch diese Codes nicht so einfach geben. Ich kann sehr überzeugend sein. Das habe ich schon gesehen. Ich würde euch alles geben, wonach ihr verlangt. Sie arbeitet momentan für ein republikanisches Unternehmen namens Nebula Communications. Ich schlage vor, dass ihr euch den Weg in Nebulas Büroräume im Industriesektor freischießt, eine Wache schnappt und sie dazu bringt, euch zu sagen, wo sie ist. Wieder okay?